Wie soll die Zukunft aussehen? Mit dieser Frage hat sich die IGBCE-Jugend vom 13. bis zum 15. Mai auf der Bundesjugendkonferenz beschäftigt. 150 junge Delegierte sind digital zusammengekommen, um über die politische Ausrichtung der nächsten 4 Jahre zu diskutieren. Natürlich ist die Perspektive, wie wollen wir leben und arbeiten, eine, die gerade die Jugend besonders interessiert und wo sie auch Antworten geben muss. Und das wird sie tun, da bin ich mir sicher. Hier und natürlich auch auf dem Kongress. Der Jugend eine starke Stimme geben, das ist der Auftrag. Und diese starke Stimme nutzt die Jugend, um den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu begegnen. Viele Probleme haben sich während der Corona-Pandemie noch verschärft. Sobald ein kleines wirtschaftliches Problemchen auftaucht, ist die Ausbildung das Erste, was sich gespart wird oft. Das geht heute mal gar nicht. Großes Thema ist Digitalisierung. Man muss gucken, dass die einen nicht abgehängt werden. Wir müssen alle mitnehmen. Gleichstellung und Diversität, da haben wir viele Anträge zu, weil uns natürlich als Jugend auch ein Anliegen ist, dass wir in der Gesellschaft was verändern können. Über 160 Anträge sorgten für viel Gesprächsstoff. Aber die Jugend diskutierte nicht nur untereinander. Auch Gäste wie Arbeitsminister Hubertus Heil und DGB-Vorsitzender Rainer Hoffmann brachten sich in die Diskussion ein. Wir brauchen eine verpflichtende Ausbildungsgarantie für junge Menschen. Welches Verständnis von Globalisierung und internationaler Solidarität haben wir? Neben der Politik kam auch die Kultur nicht zu kurz. Die Bundesjugendschau sorgte täglich für Unterhaltung. Mit Diskussionsfreude, Engagement und neuen Ideen hat die Jugend die 3-tägige Konferenz gemeistert und ihre Positionen für den Kongress im Herbst festgelegt. Wir haben 50 Konferenzen auf Bezirks- und Landesbezirksebene auch im Jugendbereich gemacht. Und jetzt geht es darum, unsere Themen auch in Teilen auf den Kongress zu bringen, aber auch für uns konkret Arbeitsaufträge in der Jugend zu formulieren. Ich meine, wir reden hier für über 60.000 junge Mitglieder. Und ich finde, das ist eine tolle Aufgabe, das ist eine große Ehre, das machen zu dürfen und diesen Weg mitzugestalten. IGBCE-Chef Michael Vasiliades war selbst in Hannover vor Ort und zeigte sich von dem Engagement der Jugend beeindruckt. Ganz, ganz engagierte Debatten und auch Streit um Details, Streit im positiven Sinne. Der Diskussionsprozess, die inhaltliche Auseinandersetzung, das ist das, was Demokratie ausmacht, das ist das, was Jugend ausmacht. Ich bin schwer beeindruckt. Die Bundesjugendkonferenz 2021 hat gezeigt, die IGBCE-Jugend hat den Mut, die Zukunft aktiv zu gestalten. Es ist Zeit für HeldInnen.